Guten Tag, Mahlzeit und hallo, liebe Leute, zu Rough Legacy. My duties are to my family. Und das ist ein Jump'n'Run mit einem Controller. Ein Freund hat mir das empfohlen, dass ich das mal spielen soll. Er hat mir das so grob beschrieben, worum es da geht. Das ist halt hier der König, den spiele ich jetzt. Und der will halt hier dieses Schloss. Und dann muss ich später seine Nachfahren muss ich dann steuern, die auch dieses Schloss stürmen wollen. Ich muss ein bisschen die Musik hier leiser machen. So, ich habe vorhin schon mal einmal ganz kurz gespielt und dann ist mir aber leider das Spiel abgestürzt. Ihr seht hier wunderbar mit Facecam und hier kann ich Sachen kaputt hauen. Ist halt so ein schönes Jump'n'Run Spiel aus von früher. Ihn attacken. Da ist so eine Vase, die hau ich auch kaputt. Da ist natürlich immer Gold drin. Ich gucke auch immer bei mir im Wohnzimmer, ob in meinen Vasen immer Gold drin ist. Frau versteckt da immer Gold. Falls die Zombie-Apokalypse kommt und wir nur noch mit Gold alles bezahlen müssen. Oh, da habe ich irgendwas anderes gekriegt. Aber das Lustige ist, vorhin als ich gespielt habe, war in diesem Bild, war doch ein anderes Bild. Es war auf jeden Fall nicht hier dieser Eisenmann von Alice im Wunderland. Nee, wie heißt sie noch? Da mit den Zwergen und mit der Smaragdstadt und so. Genau hier ist mein Spiel abgestürzt. Was muss ich? Er holt and tap to attack down. Ah! Ah, cool. Coole Sache. Ich habe früher voll gerne Jump'n'Runs gespielt auf meinem Sega. Sega Mega Drive hatte ich einmal in 8-Bit, also der erste, und dann in 16-Bit. Einmal hoch, bitte. Oh, was ein cooles Fensterbild hier. Und ein kleiner Kamin. Oh, oh. Was will er von mir? Press X to attack. Ah, meine Augen. Da, Rough Legacy. Stand your legacy. Mach ich. Timaner. Oh. Why you do this? Why? I give up. Pain, it hurts, it all. Genau, das soll halt ein bisschen lustig sein, das ganze Spiel. Hier oben da, auf diesem Balken. Weak, Training Dummy, it hurts so much, I give up. Okay, was geht denn hier so? Lalala, das Schwert. Eigentlich hätte ich mir mein Ritterkostüm hier anziehen müssen oder meine Haube. Aber es ist definitiv viel zu warm. Heute ist der erste Tag, wo es mal ein bisschen angenehm ist, wo ich hier nicht mit Ventilatoren rumsitzen muss. Select the Teleporter. Teleporter. Ja. Höchstwahrscheinlich bin ich jetzt genau da angekommen, wo ich jetzt auch war, ne, oder? Ja, hier wieder die... Oh, was haben wir hier? View Map Anytime. Dungeon, Forest, Castle. Was haben wir hier? Journal Entry Number 1. Treason. An assassin has wounded my father, the king. To bring order back to the kingdom, he has sent my siblings and I want a quest to save him. Together we will venture into the cursed woods and enter Castle Hampson. Okay, Ein Assassine, vielleicht von Assassin's Creed, wer weiß, hat den König angegriffen und wir werden jetzt Rache üben. Das Castle has stood on the edge of the woods und da ist er halt in dem Castle drin. Tonight I will get a head start over my brothers and sisters and set forth on my quest. Will they lay a slip? Okay. Yo! Was kann ich hier machen? What? Was bist du denn? What? Oh Gott. Was will das Auge von mir? Au ab, du Auge! Okay, das... geht hier schon voll direkt ab irgendwie. Ich dachte hier geht's erstmal voll easy und locker. Nö. Hier sind schon irgendwelche Gespenster. Das ist schon ein bisschen gruselig. Hau ab.
direkt die Tricks gelernt. Umgesetzt, die ich hier gelernt. Oh, immer schön auf die Stühle draufhauen. Da ist einfach so ein Beutel Gold drin. Oh, 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 oh. Ah, ah, ii. Oh nein. Sully has been slain by Planky. Oh nein, ich bin tot. Better to use mana to kill enemies than to take unnecessary damage. Mana, wie benutze ich denn Mana bitte? Rough Legacy, choose your hire. Johannes. Sir Jimmy. Class Knight. You stand here pretty good at everything. Er ist einfach in allem gut. Trades known, spell, blade, wall, summon, grind. Okay, nehmen wir die mal. Confirm. Was kann ich hier machen? Smithy unlocked. The blacksmith can build the finest equipment in the world, turning you into a very... Also, okay, der baut mir halt irgendwas Cooles. Gut. Kann ich jetzt, Tax at the Manor? To purchase, upgrade. Kann ich hier machen? Oh. Kann ich noch irgendwas bauen hier? Upgrade King. Nö, ich habe nur noch 30. Gut. Wow! So, was kann ich bei dir jetzt bauen? Welcome, Hero! Oh, ich bin ein Hero. Maybe you can help me. I used to be the greatest blacksmith in all the lands. But one day the monsters of this castle attacked my smithy and stole all my blueprints. Oh nein. Without this blah 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 blah. Oh, ich kann was kaufen. Was kostet mich das denn? Was müsste ich denn hier für dieses Schwert investieren? 250. Habe ich auch irgendwas hier für 30? Nö. Okay, dann muss ich wahrscheinlich Blueprints hier finden. Ich mache es. Guck mal, wie er rennt. Mit Wissenschaft. Was willst du denn? Sharon. One must pay the toll. What? Nö. Ich will gegen ihn kämpfen. Toll. Jetzt muss ich ihm alles mein Geld geben. Das finde ich ja nicht so toll. Oh, now entering Castle Lands. Ah, was habe ich denn hier so? Ah, hier, warte. Erstmal hier wieder die Kronleuchter kaputt machen. Aber da war jetzt nicht viel drin. Oh Gott. Das war vorhin immer noch nicht da. Da oben. Hallo. Hier ist ja einfach überall immer irgendwas los. Wow, geil. Nein. Da wollte ich ja nicht hin. Gehen wir mal hier einfach lang. Ist cool, oben diese Karte. Oh. Aber man kann ja echt einiges machen. Finde ich ganz geil. Ist nicht so langweilig. Hier ist auch direkt Action. Könnt da nix. Geht nie ab. Ich brauche hier. Was kann ich denn auf B machen? Da war doch vorhin irgendwas, oder? Was war das jetzt? Was kann ich auf Y machen? Nix. Nein! Was geht denn da oben ab? Zu euch. Mist. Wo habe ich denn meine Energie? Ach, da oben. Okay, 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 okay. Hier geht echt einiges. Das Bild! Nein, ich bin tot. Oh. Okay. Was haben wir jetzt hier? Oh, Axt. Trade Boldness. The Bold and the Beautiful. Kann ich noch irgendwas kaufen? Nein. Boah, was hat er denn hier für einen dicken... Ja, das sind halt immer so die Nachfahren jetzt von diesem König. Und jetzt muss ich hier immer all mein Geld geben, oder was? Tatsächlich. Boah.
Wie kann ich das denn umgehen? Wie kann ich bitte das umgehen, hä? Erstmal hier. Ah, geil. Wie kann ich denn... Kann ich hier irgendwas auswählen? Was ist denn da drüben mit dem X? Aha. Boldness, you are bold. Hm. Keine Ahnung. Laufen wir erstmal. Wieder. Ah! Wow. Okay, das ist mies. Weil... Was mache ich jetzt? Boah, draufspringen kann ich auch nicht. Boah, was ist das denn hier für ein mieses Level? Was ist er denn überhaupt? Hau ab! Also diese... Komm! Nein! Also diese komischen fliegenden Bilder sind echt scheiße. Okay, und der neue, die ich nehmen war, jawohl. Weg. Boah, er sieht echt auf jeden Fall ziemlich gut aus. Er hat so einen Skyrim-Helm. Ja, immer wieder. Ich fange quasi auch immer wieder mit neuem Gold an. Das heißt, oh, ein MP? Was heißt denn MP, bitteschön? Wow! Wow, cool. Ja, die haben manchmal hier diese Special-Teile. Boah, ich guck mal, was hier oben so ist. Okay, da ist so ein Dicker direkt. Ah, jetzt mal ganz langsam. Warten wir da auf den. Komm. Zack. Jetzt mache ich den Dicken gleich fertig. Waaah, habt ihr gesehen? Den Dicken habe ich fertig gemacht. Echt kaputt machen, ey. Oh, eine Schatztruhe. Eine Schatztruhe! Jawohl. Oh, kann ich nicht. Ich wollte hier diesen Kreisel machen. Wow, warum kann er denn schießen, wenn ich schieße? Ja, was? So, und jetzt habe ich hier nichts mehr, oder was? Ja, da muss ich jetzt nach unten. Oh Gott. Kaputt. Toll. Das hat's ja mega gebracht. Oh Gott. Was ist hier los? Chance to win passes. Hit the targets. Hallo? Hit there! Care to test your dexterity! Dexterity! You only get one shot! Bla bla bla. Confirm. Was mache ich jetzt hier? Wow. Yes. Ah. Es ist schwieriger, als es definitiv aussieht. Komm. Boah. Na! Boah, Alter, der ist echt schwer. Komm. Yes. Wo will er denn hin? Yes. Psst. Egal, 40. Tut mir leid. Ich möchte gern nochmal. Da verhau ich dir deine Kisten da kaputt. Und dann jetzt geht's nach unten. Schauen wir mal, was hier so los ist. Hau ab. Hier ist echt einiges los immer. Hier ist echt mega viel los immer. Da ist mir nichts gebracht. Oh.
Ich weiß nicht, wohin ich springe. Oh nein. Ach, die habe ich alle kaputt gemacht, die ich da sehe. Okay. Und zum nächsten. Hm. Sir Taco. Gigantism. Da steht halt immer, was sie so für, ich sag jetzt mal, was für Krankheiten die haben und so. Das ist ganz lustig. So, kann ich jetzt hier irgendwas bauen? Oh, kann ich mir vielleicht ein besseres Schwert holen? Ich weiß aber nicht, ob das... Ich finde Health Up eigentlich besser. Ja. Oder habe ich noch genug Geld für... Nee, 40. Er ist auf jeden Fall mega fett. Gigantism, yo. Und weiter geht's. Er ist einfach mega fett hier. Boah, er hat aber voll den Umfang so. Mit seinem Schwert. Mit seinem dicken Prügel. Boah. Und er kreischt wie ein Mädchen. Sie ist auch vielleicht, glaube ich, ein Mädchen, oder? Lady Vinny, ja, auf jeden Fall. Ey. Bitte. Hör auf, diese Scheiße nach mir zu schmeißen. Da sind... Das ist echt gar nicht hier. Ey, man muss hier auf so viel achten, ne? Ja, gehen wir nach unten. Oh, ich kann ihn nicht kaputt hauen. Ja. Und Lady Winry hat auch das Zeitliche gesegnet. The Knave. Dyslexia. Dyslexie, aha. Kann ich hier weiter? Ne. 120. Wie geil. Habt ihr gelacht? Dyslexie, wenn ich jetzt mal, wenn ich mich nicht alles täusche, ist das, dass man nicht richtig lesen kann. Man kann die Buchstaben nicht selber richtig sortieren. Und habt ihr gesehen, wie Confirm gerade geschrieben ist, dass er, oder dass da Xlasel. Wie geil ist das denn, bitteschön? The View Map Anytime, okay, das ist richtig, aber das ist Dyslexie. Okay. Yes. Das Schwert hat manchmal immer ganz cool Umfang, so, ne? So, zack, critical, yeah. Weg. Was kommt hier raus? Ach, Mann. Ich wusste es doch. Weg. Oh, gucken wir mal nach rechts. Nein! Boah, ist voll gemein. Zack. Boah, er feuert irgendeine Scheiße auf mich. Ja, what up? Oh, jetzt sind das zwei sogar. Nein, nein, nein. Yes. Die Musik ist auch schon ziemlich geil eigentlich. Boah, jetzt geht's aber gut ab hier. Langsam wird es. Oh Gott, der Zombie. Critical. Der ist schon schwer hier oben. Yes. Die Teile kann ich nicht kaputt machen. Mist. Ich wollte den Kronleuchter eigentlich kaputt machen. Nee. Manchmal doof. Die Knochen. Die tun mir auch so weh auf meiner Rüstung. So ein einzelner, geflogener Knochen hier. Wer bist du denn? Ach, Mann. Level 5 bin ich. Aber kann ich irgendwo auch meinen... Jetzt mal kurz. Kann ich nicht irgendwo... Knave. Knabe. Y. X. X. Was kann ich bei X machen noch? Eigentlich nichts mehr, ne? Nö, aber kritisches Damage habe ich da mehr. Ich habe da noch so diese, die Messer. Da, zack. Zack.
Okay. Das mache ich dann so, dass ich drüber springe. Oder ich mach so. Boah, habt ihr das gesehen? Das war ja mies. Die Tussi war ganz cool. Lady Charlotte. Schon einiges an Viecher weggeknallt. Lady Shenoa. Dextrocardia. Tamir. Sind alles die, die ich schon verbraten habe hier. Wie kann ich denn Lady Lies. Was hat sie denn da für ein Bart? Stereo blind, nearsighted. Wie geil. Komm, versuchen wir mal. Alles immer auf Health. 170. Kann ich hier noch. Kann ich vielleicht irgendwas kaufen? War da irgendwas? 250? 150. Ja, so ein Helm. Ich jetzt den Helm angezogen? Warum hat die Tussi einen Bart? Wird wohl so sein, oder? Dass ich hier den Helm angezogen habe, oder? Sehe ich das irgendwo? Equipment, jo, Squire Helm, okay. Gut. Weiter geht's. Ach, jetzt. Seht ihr das? Das stand halt ja vorhin, dass sie kurzsichtig ist, ne? Und jetzt sind rechts und links, das ist immer so. Ist das so unscharf? Das ist ja geil gemacht. Jedes Mal. Okay. Das ist schon ein bisschen schwierig. So, warte, ich muss die Kacke hier kaputt machen. Oh Gott! Oh, 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 oh. Boah. Oh. Ui. Boah, er hält aber echt viel aus. Hau ab! Ja, ich hab auch nicht. Ich hab nicht so viel Schaden wie mit der anderen Tussi vorhin. Das ist echt ganz cool, dass man andauernd irgendwie neue kriegt und dann auch immer andere Voraussetzungen hat. Ein bisschen wie so ein Waffenspiel bei CS. So Waffenroulette-mäßig. Und auch irgendwie die Räume sind ja auch immer random. Na. Psst. Tschüss, Frau mit Bart. Oh. Wen krieg ich als nächstes? Das ist voll die Sucht. Hypergonadism. Ich weiß nicht, was das. Lady Blair the Knight. Boah, ich. Steht da Nearsighted Dwarfism. Da steht Trade anything far away is blurry. Okay, you never get to ride roller coasters. Weil Dwarfism, keine Ahnung, was das heißt. Und hier Trade your Pemmeroided. Ich weiß nicht genau, was Roided heißt. Attacks knock enemies further. Keine Ahnung. Ich habe 70 Gold, das schauen wir mal. Ja, ja, komm. Kann ich das vielleicht irgendwann mal aufstellen? Kann ich denn mich hier irgendwo hin teleportieren? Nö. Nö, ist alles. Nein! Oh, ist wieder ein Kerl. Hast du gesehen? Ich glaube, da bin ich einfach nur gegengelaufen. Nee, doch nicht. Hm, was war denn jetzt so ein. Ich habe das nicht ganz verstanden. Oh. Okay. Oh, er macht schon ein bisschen mehr Schaden. Gut, Alter. Was ist hier? Ja, genau. Oh. Der Knochen-Joe. Hau ab. Nein! Boah, das war knapp. Zack! Boah. Es ist echt, man kann hier nirgendwo mal hinspringen, mal ein bisschen mal Pause machen oder so. Das ist einfach. Einfach die ganze Zeit. Oh Gott. Was mag ich ja
ganz gerne. Ich bin ja auf der Suche nach einem Bossgegner. So wie ich das verstanden habe. Bin hier Level 5. So ein Dicker. Zack. Und nochmal. Was? Manche sind echt stark. Also meine Leute, manche sind echt nicht so stark. Gut, den hat er mit einem Kief hingekriegt. Komme ich da hoch? Ja. Ich habe es nicht ganz verstanden, was da jetzt seine Behinderung ist, sage ich jetzt mal. Nein, 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 das... Boah. Echt mies, ey. Das ist echt schwierig. Also, das Bild ist echt immer schwierig. Aua. Immer dieser zweite Geist hier. Boah. Gut. Aua. Das ist echt schwierig. Juhu! Juhu! Oh, eine Schatztruhe, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Geil. 350 Gold. Damit können wir doch gleich schon mal was anfangen. Nee. Dich lasse ich in Ruhe. Ich weiß jetzt nicht. Ah, okay. Zombie! Dich Bild lasse ich jetzt auch in Ruhe. Und rüber. Geil. Jetzt holen wir hier mal ordentlich ein bisschen Gold und so. Jetzt wollen wir ein bisschen was kaufen können. Habe ich jetzt eigentlich diesen Helm noch? Ich muss mal kurz gucken. Ja. Also der bleibt. Das ist schon mal schön. Geil. Wenn ich also irgendwelche... Geil. Hier habe ich jetzt schon mal einen Teleporter gefunden. Oh Gott. Now entering the Maya. Oh, 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 oh. Pse. Anstelle. Das ist doch kein Endgegner, oder? Ne, das sind, glaube ich, einfach nur so. Oder? Ich weiß nicht. Weg. Nein, das Bild lasse ich in Ruhe. Oh Gott, die Mucke. Da! Oh nee, ich hab doch noch so nach unten gestoßen. Boah, das war jetzt echt mies. Das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man extrem viel spielt. Dextrogardia, Stereo blind. You can't see in 3D. Da bin ich mal gespannt. Da, so. Und... Hier kaufen wir uns auch mal was. Wie viel haben wir denn? Ich habe 0. Warum habe ich denn 0? Warum habe ich 0 Gold? Ich hab doch gerade so viel geholt. Hä? Ach so, nein. Ich habe doch gerade... Nein, ich habe jetzt gerade ja nochmal diese... Roten Herzen nochmal gekauft. Und daran ging das Geld. Oh, null. Kriegt gar nichts von mir. So, jetzt gehen wir nämlich zu dem Teleporter. Und... Teleporten uns nirgendwo hin. Ich dachte, der würde das speichern. Das ist ja doof. Hm. Schade. Kann ich eigentlich hier mitmachen? Irgendwas mit RT oder so? Ne. Wunderbar. Schon der geilste erste Raum hier. Gucken wir mal. Okay. Danke. Danke. Ja, irgendwie will er das nicht. So. Vielleicht sollte ich mit dem normalen Steuerkreuz spielen und nicht hier mit dem Stick. Ja, geil. Scheiße Lanze da. Ja. Fing direkt irgendwie total schwer an jetzt.
Lady Jenny's Parting Words. Hypergonadism, Dextrocardia, Endomorph. Endomorph. Oh, die habe ich vorhin ganz vergessen. Ja, ich werde direkt. Och. Ich zeig mir egal. Ah! Nein! Er hat auch mit dem Schwert. Die kommen auch. Oh, da hab ich ihn. Ah. Wunderbar. Haben da oben. Ja, sonst ist klar hier. Ne? Ja. Puh. Blueprint found! Geil. Chestplate. Nicht schlecht. Muss ich aber trotzdem dann kaufen wahrscheinlich, ne? Nee. Ah, die Bilder, ne? Sprint Runes let you dash with RT oder LL. Okay. Hatte ich aber leider nicht. Gigantism? Nee. Alektomophobia. Chickens freak you out. Ja, ich hoffe, dass mal hier keine Hühnchen jetzt in meine Nähe kommen. Chicken, let's freak you out. Sehr geil. 90 Gold muss ich dem zahlen. Wie viel Geld er schon von mir gekriegt hat die ganze Zeit. Und immer wieder dieser Raum hier. Gott. Cooler Effekt. Zack. Das ist cool, ja. Wird mehrmals getroffen. Ja, geil. Ja, was ist denn das? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Bams. So wollen wir das. Ja, ich kann ihn ja nicht immer damit fertig machen. Muss ich so? Wir haben eindeutig zu wenig Energie. Tunnelvision. Alzheimer. Da bin ich ja mal gespannt, ob das irgendwie auf mich. Alzheimer ist halt auch immer geil. Weiß nicht, vielleicht äußert sich das, indem die Tussi sich an den Weg nicht erinnern kann oder so, wenn ich zurückgehe. Ich habe hier auch noch den. Ich dachte, ich könnte. Nein. Ja, man muss dann so in die Mitte, in den Umkreis, wo er dann rumfliegt, und dann kann man ihn. Das Bild kann man dann kaputt machen. Wow! Und er trifft mich natürlich. Wow! Gigantism.
Nearsighted, okay. 160, 120. Kann ich noch irgendwas anderes hier? Nee. Nein. Ja, da haben wir wieder dieses Unschärfe. Das war auf jeden Fall sehr cool gemacht. Ich benutze eh Gold dafür. Ich will mehr haben. Ohne Gold, sehr schön. Gut. Nee, ich war weiter. Was ist das? Der Froschkönig. Okay. Ja, nee, ist klar. Oh. Ai. Boah, er ist ja mies. Oh. Ah, ich könnte den hier hinkriegen. Komm. Woo. Geil! 200 Gold, 300 Gold, wie viel habe ich jetzt gekriegt? Sehr schön. Was haben. Was hat das damit auf sich? Development Time? Ein Monat. Geil. Will ich nicht. So, kleine Infos zu den Entwicklern. Was haben wir hier? I have one day development time, I told him. Okay. Weg. Brauchen wir alles nicht. Okay, jetzt darüber. Und tschüss. Jetzt lass mich. Jetzt habe ich hier wieder echt mega viel Geld gekriegt, aber ich muss jetzt wieder nach oben. Das ist ja mies. Ihr seid ja miese Schweine. Aber das Spiel macht so ein bisschen süchtig, weil man immer denkt, ah komm, mit dem Mäßen kriege ich es hin. Aber ich hatte echt vorhin einen guten Lauf. Colorblind. Da bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt mal keine, nicht das kaufen, sondern... Ja. Colorblind halt, ne? 250. Nehmen wir. Damit ich mal ein bisschen mehr Schaden mache. Dann... haben wir noch 350, könnte ich machen, ja, okay, super, schon mal ein bisschen los. Ja, man braucht so ein bisschen auf auch Ausrüstung und so, sonst denke ich mal wird es echt schwierig mit dem Überleben. Das ist jetzt in Schwarz-Weiß, das ist jetzt ja eigentlich egal. Er ist auf jeden Fall farbenblind, das ist geil. In Ruhe. Ah, durch die Wand. Da kannst du nix. Aber nicht, dass er auch durch die Wand kommt. Aber er hat nur 16 gekriegt. Komm. Ja. Gehen wir mal nach links. Schauen wir mal, was da ist. Oh. Da krieg ich schon direkt zum Knochen um die Ohren geworfen. Das war knapp. Wow, von unten. Schweinebacken. Diese Viecher sind echt nervig. Wozu habe ich denn so eine Rüstung an? The Mage. PID. The Barbarian.
Peripheral Arterial Disease, no food pulse. Schau mal, was das jetzt so heißt. Kann ich nichts machen? 100. Kann ich hier irgendwas kaufen vielleicht für 100? Ne, 200. 500. Ne, muss ich nur neue Blaupausen muss ich finden. Ab da rein. Ein Hähnchen. So, was haben wir jetzt als nächstes hier? Oh. Toll. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Schlimm, oder? Wenn man es nicht kann. Weg. Da sind so Spitzen. Na, oh, genau da drauf. Ah, und weg. Wow, hoho, das war jetzt echt Glück. Okay, ich habe jetzt irgendwie hier so ein Object bekommen. Ich muss alle Gegner kaputt machen. Wow. Wow. Zack. Hab's ja vorhin gelernt. Ihn kaputt machen. Hier aufmachen. Defeat all enemies. Wie soll ich ihn denn kaputt machen, bitte? Mit so einem Messer vielleicht? Nö. Das ist ja nur er. Nein! Boah! Geht die jetzt auf? Er ist doch bestimmt noch ein böser, ja, sag ich doch. Jetzt geht's hier auf. Schön. Was habe ich gefunden? Grace Room Cape. Aha. Was hat mir das jetzt gebracht? Das irgendwie aktivieren oder so? Irgendwas hier? Nö. Kann ja nichts machen. Gut. Mal weiter. Und dann wieder hoch. Boah, ich dachte schon. Aua. Haha. Haha. Du, nein, Knochen immer. Ah, das ist cool. Ach, Mist. Wow. Okay, das ist jetzt schon eine kleine Herausforderung. Also dieses Spiel ist wirklich schon Geschicklichkeitsspiel, weil man weiß auch nie, was einen erwartet. Das finde ich eigentlich immer bei vielen Jump'n'Runs immer ziemlich blöd, dass man dann immer weiß, was bei den Levels erwartet und dann kommt man da nicht weiter und dann gibt es dann voll den Frustfaktor und hier ist halt, ja, man weiß nie, was hinter dem nächsten Raum ist. Okay. Ah, das ist noch Gold. Wie viel Gold habe ich denn? 400 jetzt, okay. Nee, die Bilder mag ich echt gar nicht. Ah, jetzt komme ich aber auch gut wieder voran. Schauen wir mal hier. Yeah. Wow. Post-Location. Cool. Dann wollen wir mal unser Glück versuchen. Das dicke Auge. Boah. The Gatekeeper. Kidr. Toll.
Wunderbar. Ja, das ist ja geil. Ich hoffe, er bleibt so. Nein! Boah, jetzt kommen die aber sehr irrational hier. Ach, fuck. Ach, fuck. Wie soll ich dem nur ausweichen? Hat mal die Hälfte an Energie weg. So, am besten. Komm. Jetzt kommen die auch ein bisschen schneller. Komm, bitte, bitte, bitte. Nein, hab ich's gesehen. Ich musste eigentlich nur zwei, dreimal noch hauen. Scheiße. Oh. Das war echt gut gerade. Aber. Ich werde jetzt aufhören. War lustig, war cool, aber ja, halt was Nettes für so nebenbei. Oder dass man es mit einem Kollegen irgendwie spielt, dass man immer sich abwechselt oder so, aber. Und dann Saufspiel rausmacht, kann man ja auch. Ne? Aber gut. Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Silencer wünsche ich euch alles, alles Gute. Ciao, ciao.